Die Grundfunktionen der Kamera sind sicher sehr selbsterklärend. Dennoch möchte ich auf einige Funktionen noch etwas vertiefter eingehen. Du hast hier die Möglichkeit, zwischen der Front- und der rückseitigen Kamera hin und her zu switchen. So hast du mich selber kurz gesehen. Beim Zahnradsymbol kannst du auf alle Kamerafunktionen zugreifen. Einstellungen, die du häufiger brauchst, die kannst du dir packen und in dieses Feld rüberziehen. Zum Beispiel jetzt, wenn du häufiger die Bildgröße verändern möchtest. Der Modus könnte noch interessant sein. Hier hast du verschiedene voreingestellte Modi, die eben die Funktionalität der Kamera wesentlich erweitern. HDR möchte ich dir demonstrieren. Fürs extrem kontrastreiche Motive wie dieses hier werden dabei, wenn du drauf tippst, mehrere Varianten desselben Bildes gemacht, von unter- bis überbelichtet und zu einem Bild zusammengerechnet. Und du siehst jetzt an diesem Beispiel schön, man sieht auch in den schattigen Partien Konturen und auch in den hellsten Partien bei den Fenstern sieht man immer noch die Sprossen. Ja, weitere Modi sind der Panorama-Modus. Den muss ich wohl nicht speziell erklären. Und interessant ist auch der Serienmodus, wo du eben ganz verschiedene Bewegungseffekte nutzen kannst.